machen einen kleinen Tour de Table, ich beschränke mich auf drei wichtige Punkte, da dient als Investmentfonds, der zweite als Steuerpolitik am Allgemeinen an ihre Auswirkungen, und der dritte ist dann die Frage von den Negativzinsen, von den Bankkästen und von den Konditionen für Kredite, für den normalen Bürger. Fangen wir mit den Investmentfonds. Du wisst alle, dass am 20. September ein SMS gegangen, also sämtliche Mitglieder von der Coffee-Bu. Es war eine ganz urgente Sitzung, dieselbe Tag mit dem Finanzminister. Aber wenn so etwas geht, dann sieht er sich, ups, was das los ist, als nicht seine Bank feiert. Oder was das geschieht? Was war geschieht? Dieselbe Tag hat die Europäische Kommission eine Proposition und ein Reglement rausgehen über Investmentfonds. Auch nicht zu langweilen mit Zahlen, die ihr selber besser könnt recherchieren, wie ich, einfach für ein paar Eckdaten zu haben. Die Investmentfonds sind zu Lützburg responsabel für 1 Milliarde von den Revenuen am Staatsbudget von den insgesamt 14 Milliarden. Sie stellen 13.000 direkt Arbeitsplätze durch. Und mit 4.000 Milliarden Avoiren in der Gestion ist Lützburg die erste Platz an Europa mit einem Marktanteil von 67%. Gegen 4% zum Beispiel für Frankreich, an Nummer 2 weltweit. Und das probieren leider also wegzuholen. Das ist der Fermo von der ganzen Proposition und der Reglement. Was tut man der auf sich? Ein Organisme de Placement Collectif, also ein Investmentfonds, vielleicht mal den Sammelbegriff zu holen, hat immer seine Zentraladministration zu Lützburg. Aber nicht immer oder zu Seelen. Sind Organe, die Investment-Decisionen holen. Das hat ganz viel Gründe, zum einen, weil man halt sozusagen nicht so viele Gestionären haben, weil die an anderen Ländern leben, vor allem auch in dem steuerlichen Umfeld, was sie da genießen. Aber auch, weil es ganz einfach logisch ist, wenn ich in OPC und den zum Beispiel an so eine japanische Gesellschaft investiere, an japanische Aktien, dann ist es nicht unbedingt falsch, ich tue den Experten zu Tokio sitzen, die japanische Märkte kennen, die japanische Firmen kennen, die dann die Investment-Decisionen holen. Und das war gut so, dass auch 30 Jahre mehr tiptop so gelaufen zu Lützburg. Wir haben einen Aktie auf Experten am Portfolio-Management überall auf der Welt. Und das ist eine von der Stärke von der Lützburg Investmentfonds. Wie gesagt, aus der Zeit Jahr an der so, hat doch nie zu, dieser Fakt hat doch nie zu irgendwelchen Problemen geführt. Natürlich kann doch bei Investmentfonds mal ein Problem gehen, mit dem dort der Fakt wäre nie der Auslöser von irgendeinem Problem, einer Fallit oder was auch immer. Los ist dieses Projekt de Reglement, dass Fonds, wo an nicht EU-Länder Funktionen geoutsourced oder delegiert gehen, eben an die berühmten Drittländer, dass die nicht mit der CSSF innerleihen, mehr an Zukunft von der Pariser ESMA, also der Europäischen Aufsichtsautorität, zugelost an kontrolliert gehen. Und das hat Herr Jomert natürlich berechtigt Sorgen ausgelöst. Zum einen ist ein Investmentfonds immer gerne bei seinem, nur bei seinem Regulateur. Und gerade zu Lützburg sind wir bekannt für die Reaktivität, und das war immer ganz, ganz wichtig, dass das so wäre. An losen Fonds, die in die dritte Regelung gefällt, für uns vorgestellt, soll man zu Lützburg bleiben, oder zu Lützburg als Neuer los, soll man lieber auf Paris gehen, wo man dann mehr nur bei dem Regulateur erstmal sind, oder soll man vielleicht sogar ganz aus der EU rausbleiben. Auch das ist so eine Option, die ein Fonds durchaus, durchaus hat. Wie also zu der ganzen Sache kommen, den Minister Gramegna sagt, wir wären nicht auf Prealable konsultiert gehen, was natürlich falsch ist. Weil das mal hat ein Avier rausgekommen zu einer Konsultation publik. Wie viele Länder haben hier Meinung aufgegeben, Organismen haben hier Meinung aufgegeben. Was allerdings vorher ist, ist das froh, mit uns zu kommen, nach dem Fazit von der ESMA-Opinion nicht unbedingt darauf hingewiesen hat, wo es so gut gekommen am Endeffekt. An der Kommissionssitzung sagt der Minister, dass das ein Attent bei Souveränität, die Mesure nie proportionell und sie respektieren doch nicht Subsidiarität an die Kommission, die Europäische Kommission schärft eine Insécurité juridik. Ich meine, das ist wieder die ganz, ganz Seele von einem Lützburger Minister an einer Kommission hört, wenn es der sakrosankt EU geht. Und auch als deputierte Kollegen, Laurent Moser, Franz Feier, haben sich entsprechend geäußert, den der selber im Interview, notamment zum Beispiel beim Paper Jam. Und sie haben eigentlich live gespürt, wie es ist, wenn eine EU sich anmischt
an etwas, was eigentlich nicht umgeht, an Souveränität von einem Land, wenn es etwas auf den Kopf gestaltet, ohne Ursache, ohne apparente Ursache, natürlich gibt es Ursachen, aber ohne apparente Ursachen, es geht darum, ein kleines Land zu schwächen und es geht darum, eine EU-Instanz mehr Mut zu geben. Wir schlichten daran, dass Sachen handeln. Wie immer, wenn etwas gründlich schiefgegangen ist, dann müssen wir nur Spuren suchen. Und wir haben, wie gesagt, denkbar einfach, den einen anderen System, dass wir dabei herausgehen, wo das Ganze lanciert ging. Und da steht klipp und klar, dass es um die Fonds geht, die aus England kommen. Wo gesagt wird, wir müssen die Firmen, die Lohn einen direkten Access zu den EU-27 füllen, haben, das so schwer wie möglich machen. Das wäre unser Grundauslöser. Wenn wir bis jetzt als Investmentdecisionen zu London holen, bloß wäre das ja an der EU, aber wenn es zu Tokio wäre, oder wär zu Washington, oder wär zu New York, oder egal wo, dann wäre das ganz andere. Aber jetzt gehen die Londoner nicht in die EU, und jetzt müssen die viel mehr streng kontrolliert werden. Sie sollten, sobald wie ein Outsourcing oder Delegation Agreement bei Key Management Functions, und das in dem Detail geht, die will gemerkt mit einem Drittstaat, und sie betonen, UK will become a third country, natürlich, notamment UK, dann müssen die Entitäten strictly framed and consistently supervised gehen. Das heißt, das ist ein Abruf und den nationalen Regulateur, für mehr streng zu sein, wie bis jetzt, wenn Englisch von gekommen an ein Outsourcing soll gemerkt, notamment natürlich auf London, wo das eben ganz klar die Investmentdecisionen auch heute schon an der Regel geholfen. Wir an dem Bayer sind das mal aber auch ganz zum Schluss. Die Autorisation und Supervision is and remains a competence of national controlling agencies. Das heißt, insofern wäre effektiv nicht vorausgegeben, dem dort die klare Konklusion, dass das Gewalt an der Kontrahe umgedreht wird. Wird das an der Kontrahe umgedreht? Wie es dazu kommt, dass das letzte Prinzip fehlen, gelöst wird, da gibt es eigentlich nicht mehr Spekulationen. Es gibt zwei Versionen oder zwei Spekulationen, die sich gegenseitig nicht ausschließen. Das eine, dass natürlich die Französische Piste. Das ist immer schön, sich als Sitzbürger Premier mit dem französischen Präsidenten fotografieren zu lassen, ein guter Freund zu sehen, ein Kussi-Kussi, aber irgendwann bezahlt ihn dann noch den Preis. An der Zeit ist ganz klar etwas, wo ich kann davon ausgehen, dass der französische Präsident maßgeblich darüber beteiligt wird, das dort durchzusetzen, für eben seinen Pariser Platz zu stärken. Das soll auch die Lützeburger fangen. Gesucht von der Wirtschaft. Ich meine, auch der Paper Jam. Y aurait-il derrière tout cela la main d'un grand pays européen, possiblement celui qui accueille les mains? Und ich meine, das ist ein ganz warm Pist. Mit einer Theorie, die entwickelt ging, dass für Leute, die sich ganz gut an der Lützburger Politik auskennen, und die haben parallel dazu gezogen, wie ein Herr Juncker EU-Kommissionspräsident gauf. Und um auch einen Preis bezahlt. Wir haben einen Preis bezahlt von der Aufgabe von unserem Bankgeheimnis. Das war der Preis, der Lützburg bezahlt hat für die Nomination. Und als vielleicht eine andere Nomination an der Lut, die vom Herrn Gramenia zum Mr. Euro, und als das nicht vielleicht der Preis, den der Lützburg muss bezahlen, mit der Aufgabe von einem wirklich ganz, ganz dicken Pack von seiner Gestion von Investmentfonds, für das zu machen. Okay, nicht ganz sarkastisch sind, also ein für alles, was Herr Juncker für das Land gemacht hat, dann noch bei dem großen Impetus, den die Leute hatten, für ihre Last zu geben, der Preis vielleicht nicht zu hoch, wie beim Herrn Gramenia wäre auf jeden Fall zu hoch. Wir haben die Fondsindustrie, die aber, wie man in der Einleitung gesagt hat, ganz, ganz wesentlich für das Land ist. Aber mir ging viel einfach nicht Last, dass sich hier um Jalousie von großen Plätzen handelt, die mit allen Mitteln probieren, Lützeburg zu torpedieren. Dass wir alle schön gut, wenn wir entsprechend reagieren. Aber den Herr Gramenia so verläuft an sein Level Playing Field, von dem er immer schwätzt. Das Problem ist, der Level Playing Field geht es nicht, er wird es so bald nicht geben. Hier wäre kein Level Playing Field Politik. Es gibt ein Avis an die Welt gesagt, an dem klar steht, die nationale Autorität bleiben zuständig, und da gibt es ein Reglement geholt, eine Proposition des Reglement geholt, die das Kontrahier sieht. Und auch an anderen Materien, auch an der Steuerpolitik, ist kein Level Playing Field. Ich habe just drei Beispiele rausgegriffen.
Was noch beschlennen von uns an den letzten paar Wochen, wo die Initiative geholfen haben, aber was weist, wie wenig Level-Playing-Filme haben. Frankreich hat immer ein Impôt sur la Fortune, die geht aufgeschärft, die geht transformiert in ein Impôt sur la Fortune immobilier, die aber ich Geld bei einem Besitz von über 1,3 Millionen, mit einem Abattement von 30%, wenn die Residenz principale. Das für alle aber ein Prélèvement unique, Charge sociale comprise en plus-value de cession bei Aktien, Firmenbedingungen. Das sind alles Aktionen, die Frankreich natürlich dafür möchte, für Leute dort zu behalten oder Leute zurückzugewinnen, die das Land entre-temps verlassen. Holland hat die Abolition von der Dividend Withholding Tax, also von der Retenue à la Source auf Dividenden, angekündigt. Bei uns sind das 15%. Und das kennt Belgien. Belgien ist ja der Sitz da von der berühmten EU. Aber wenn ich gucke, wo da Belgien lebt, da gesagt, der W-Level, der Playing Field, nicht aus. Ich habe einfach mal Zölle geholt, die bis jetzt im Jahr sind, 2010, Mensch, weil der hat anheuer Busch Inbev 6,4 Milliarden Benefiz gemacht an der Belgien. Und sie haben 0 Euro Steuer bezahlt. Die Gruppe Bruxelles-Lambert 3,2 Milliarden, 0 Euro. ExxonMobil 5,6 Milliarden, die haben Steuer bezahlt, 1.019 Euro. Und das nicht mit Rulingen, sondern mit Deduction fiscal, mit Interesse national und so weiter. Und das lacht mich Belgien so ganz radikal, weil sie will ja ein Level Playing Field, aber wir können ja proper, wir besteuern die Betriebe, und sie sehen, das ist nicht mehr möglich, das ist nicht mehr nach Deduction fiscal, sie nehmen nach möglich bis zu 70% von Benefiz. Aber die 31%, die versteuert er aber. Zwar zu einem Tod, den ein bisschen raufgeht, ob nur nach 25%, 25% ob 30% Benefiz sind da ganz genau 7,5% Steuern. Das heißt, wenn man ein Beispiel will von Anheuser-Busch, in Bärfmaterien 6,4 Milliarden, die mussten dann nur effektiv 480 Millionen Steuern bezahlen. Aber was mich in Herr Gramenia kuscht für in Europa, weil sie den Platz ja nicht aufs Spiel setzen, sind zukünftig, an den Fasel vom Level Playing Field. Oder wie Spezialist in einer Mail geschrieben wird, we obediently roll over and let the other countries run with the cake. We are in deep shit. Da müsste man reagieren. Wir sind ja als Oppositionspartei nicht nur dafür zu kritisieren, sondern auch für selber Sachen zu sagen. Hier müsste man reagieren. In Lützburg muss man machte Manöver, die seine Souveränität im Hautnacht geht, ausnutzen. Ein Level Playing Field wäre ganz schön, soll auch vielleicht durchaus ein Ziel bleiben, aber solange wie den nicht geht, darf man es nicht von den anderen komplett übergehen lassen. Da wollte ich auch ganz kurz schwätzen über Kredite, wenn wir ja bei der Bankplatz sind. Da könnte zu einer an Eisenern unzulässigen Amischung von der Europäischen Zentralbank an Lützburger Kredit vergeben. Es wird gefroht, wir sollten legiferieren, für mehr strikte Kader zu machen, was die Vergabe von Krediten angeht, nicht einmal Immobilienkredite, aus der Sorge raus, das Kind zu einer Immobilien bloß kommen. Das ist in zweifacher Hinsicht absurd. Das wird erst einmal absurd, weil schon lange streng Regeln gelten. Die CSSF oberlegt, jeder, der in der letzten Zeit, an den letzten Beinen Kreditaufrage gemacht hat, weiß der, das gibt eine Limitation sowohl was ein Apport personell geht, der verlangt wird, wie auch prozentuell den Remboursement par rapport zu Pi, was der prozentuell darf ausmachen. Und du hast Faustregel, ein Drittel darf nicht überschritten geben. Und Faustregel, dass auch 20% Eigenkapital braucht den normalen Bürger. Wir auch als Betriebe brauchen Kredite, kriegen können, die Immobilien, die Developere brauchen Kredite, kriegen können, und das, obwohl zu einem extremen Überschuss von Liquidität gekommen ist, notamment auch durch das Programm, das die EZB die bei Bayern abgekauft hat. Allein Deutsche Banken parken an diesem Moment 550 Milliarden Euro bei der Europäischen Zentralbank. Die kassiert das Jahr Strafzinsen, weil die Strafzinsen gerechnet auf die Summen, die gepacht gehen, von 6,6 Milliarden. Du gesagt, in dem ganzen Ausmaß von der Liquidität, die da leidet, aber der nicht gemerkt. Was kann ich machen? Man kann nicht legiferieren, selbstverständlich nicht legiferieren.
CSSF soll für normale Konditionen sorgen, für normale Richtlinien, das ist ja gut, so geht auch schon gemerkt, das soll auch weiter so gemerkt gehen. Es geht nicht darum, Leid an die Verschuldung zu treiben oder Leid zu Kredit zu verfeiern, diese Männer nicht mehr können remboursieren. Es soll auch ganz bestimmt kein Immobilienpreis bloß Geschäft geben. Mehr muss aber auch so sein, dass der Mensch normal schafft, einen normalen Kredit kann kreieren, für sich sein Haus können, zu kaufen. Und da haben wir das gute Beispiel vom Lokatär, der will Proprietär gehen, an dem sein Remboursement schlussendlich mit D4, wie das, was ein Hautleihe bezahlt, das sind Situationen, die nicht normal sind. Und da ist das, wo ich fand, wo wir fanden, dass der Staat unbedingt nicht angreifen. Der Staat ist, vergiss mal das nicht, der Proprietär von der größten Bank zu Lützburg. Erkennt, dass der Staat nicht da ist, für Bank zu feiern, genauso wenig wie freier Arbeit gefeuert wird, wie nach Großaktionär von der Arbeit wäre, als einfach dafür gewisse Politiken zu favorisieren. Und eine von den Politiken wie, dass Bank, dass Spurkäse, mehr sozial geht an der Vergabe von ihren Krediten, die Kriterien da appliziert, müssen so appliziert, dass es nicht total unmöglich gemerkt wird, dass die Menschen, die schaffen, gehen, die Kredit kriegt. Und nochmal die Kosten. Die Kosten geht, dass die Union der Konsumateur die Petitionen lanciert hat, die über die Kosten, das ist komplett unnormal. Dass der Mensch, der schon nicht viel suchen wird, muss x Euro bezahlen, für die Nummer gesperrt über 7,5 Euro beim Postcheck, für suchen abzuwerfen. Das ist nicht normal. Und es geht mir nicht um die besonders schwer oder um die besonders vulnerabel. Ich fand, alle Menschen sollen den Urrecht tun, ob sie eine Basis kommt, Basisoperation in einem gewissen Umfang für einen festen Basistarif können zu erwerben. Wenn dann darüber rausgeht, dass das dann bezahlbar gemerkt wird, dass wir an der Reihe eine gewisse Sozialbasis muss einfach da sein. Genauso wie man beim Wasser zum Beispiel so in das Gemengen alle Bürger so eine gewisse Quantität Wasser gratis zur Verfügung stellen. Dasselbe geht dann noch mit den Agenzen, die man mit zugemerken über Land. Ich meine, du hast den Minister Schneider, den Schneider hast du am Freischneider über das Land gegangen, wird Postagenzen zugemerkt. Am ländlichen Raum, wo Leute eben nicht mehr können an ihre Post und dort merken, ja, sie brauchen wieder ein Auto zu haben. Wenn sie ein Auto nicht haben, weil sie den Führerschein nicht mehr haben, weil sie mit öffentlichem Transport oft nicht gut angeschlossen sind, dann ist das ein echtes Problem. Und da sollte gerade Post, was auch in diesem Staatsbetrieb ist, mit gutem Beispiel vier Gründe noch Agenzen ablösen, die nicht rentabel sind, eher nur, wo ist dann das Problem? Das ist ja der Grundservice für Bürger. Und an demselben Idee, das selbe gilt natürlich auch für die Spurkäse, an derselben Idee, wie auch die Spurkäse, mengen wir ein ganz gutes Sache, wenn sie auf Mobilagenzen ersetzen. Da weiß der Mensch um Dörf, in der Haut schon weiß, der Metzler könnte mit vor so um 3 Jahre, genauso weiß der mal, der Dörfplatz, haben wir eine Mobil-Spurkäse-Agenz mittwochs von 2 bis 4. Und man kann sich dann darüber erstellen, für da seine Pension abzuheben oder für da seine Bankgeschäfte zu tätigen. Ein Staat muss als Aktionär, als einziger Aktionär von der Bank nicht auf eine Maximisierung vom Benefiz gucken und schmengen. Ein Kind durch seine Leute am Konzert, die entsprechend Rekommendationen gehen, das dort zu machen. Und das ist besser, wie all legiferieren, wie neue Normen machen oder neue Gesetze machen, das dort hilft den Leuten direkt dann konkret. Voilà, und das ist eigentlich auch schon alles, was ich heute wollte erzählen. Und ich bin natürlich ganz, ganz gerne auf erfrohen. Das und ich. Die fanden also auch die irgendwelche Gruppe, dass europäische Institutionen mehr Kontrolle auf als Finanzplatz kreieren hat. Die systemische Banken zuletzt auch zum Teil von der EZB kontrolliert. Fanden das auch nicht gut. Ich meine, wir wissen, woher das dort kommt, die neue Kontrolle von systemischen Banken durch die EZB, die sind halt ein Fakt. Mir fehlt weiter den Investmentfonds, den man kennt, oder den halt da ist. Und wir haben da ja, weiß Gott, genug, und wir hätten kein Problem damit. Ein Lob muss von einer europäischen Instanz autorisiert, als surveilliert gehen. Just weil eine Decision d'Investissement geholt gehen bei einem Portfolio-Manager, schon am Beispiel so Tokio, ich kann egal was für einen Staat von der Welt nennen. Vier Wert. Gibt es doch irgendeinen reasonablen Grund? Gibt es irgendeinen reasonablen Grund dafür? Wir waren eben ausscheißen. Wir hatten ja auch schon Skandale. Wir haben die Kanzler, wo Spuren ungeschmiert sind.
Das geschieht, egal wo den Portfolio-Manager sitzt, ob den zu Paris sitzt oder zu Moskau sitzt. Also das Risiko, den ist immer selbst. Da geht um eine Kontrolle von Avoiren, von Werthaltigkeit von Avoiren. Die muss gemerkt werden. Und dem ist als Regulateur ganz gut. Weil wenn der so, wir haben 67% mehr Anteil an Europa von Investmentfonds, und der guckt die Zahl von Problemen, die werden, dass das verschwandend klein. Und das weiß die Qualität von unserem Lützeburger Regulateur. Aber wenn das dort so geschehen, da fand ich das ganz schrecklich, dass das geschieht, ohne dass darüber ganz konkret geschwärt wird. Und ich will ja wirklich nicht mehr Grammenia-Schutz zu. Ich meine, das hat er mal gekriegt. Aber wenn das mal an ihrem Avis sieht, als letzte Satz, Supervision an Zulassung bleibt beim nationalen Kontrolleur, da gibt es ja wirklich keine Ursache zu panikieren, als ob, oh Mama, du musst mal ein bisschen erholen. Nein, effektiv siehst du da mal, okay, wir bleiben zuständig, ich krieg das, dass wir streng regeln gehen. Mon Dieu, wir heilholen, sei es. Wäsch. Und das titriert gegen Dalfi als Abbasurdi. Ja, Dalfi als Abbasurdi. Und ich meine, ich habe nicht zum Affekot von Dalfi, ich meine, ich zum Affekot vom Lützburger Bierger, von Lützburger Steuerzölle. Hei, als 1 Milliarde Direktsteuer, da schwätzt man nicht mehr von der Tax-Abonnement, da schwätzt man gar nicht von den indirekten Servicen, von all den Nervesplätzen, die da drin hängen. Der Titan ist für Lützburger Platz eine Katastrophe. Das sieht natürlich keiner, wenn wir dafür keine Katastrophenstimmung verbreiten. Mit das ist eine Katastrophe. Seht ihr auch das Finanzministerium, an dem sich eine Verschwörung hat, den Grund, dass der Per Gramenia dann Eurogruppe Chef wird, das Finanzministerium aus ja auch klar, aber gegen die Regelung von der EU-Kommission. Da wird natürlich noch mehr mit der Trächtig, wie der jetzt schon verbunden hat. Wie haben sich dann dagegen gewehrt? Wie haben sich dann dagegen gewehrt? Sie wussten Bescheid, weil es eine offene Kommission ist, eine öffentliche Konsultation gemäht geht. Letzte Woche der Staat hat nicht reagiert. Dass du gesagt hast, der Staat hat nie auf eine öffentliche Konsultation reagiert, weil die als Pigidere, jetzt sind aber mängisch ein paar 20 andere Staaten, die haben aber auf die öffentliche Konsultation reagiert. Letzte Woche hat nicht reagiert. Darf ich nicht reagieren? Nein, die letzte Woche Regierung hat nicht reagiert, rief dann Koffibu über ein SMS, von mir ist auch mit das zusammen, für dort zu sagen, heute war etwas geschieht. Fair accompli. Fair accompli, man sieht für eine fair accompli gesagt. Das war kein fair accompli, weil sie wusste ganz genau, was da läuft. Sie wusste vielleicht nicht, dass den Tag, der sie sind, geholt ging. Aber sie wusste ganz genau, dass das kommen. Das war von Anfang an alles geplant, just für das Familienfinanzproblem in Europa. Das kann ich ja nicht beweisen. Mir das aber verdächtig, dass die Person, die nur Posten an Aussicht gestaltet hat, dass die Person aber an der ganzen Prozedur nichts erholt hat. Und dann hat nur sie, was sie fair komplett, aber wir wussten nichts. Und wir wussten, Schiederei wusste, dass es gekommen ist, oder dass es nicht gekommen ist, dass es an der Diskussion wäre. Und was auch an der Kommission gesagt wurde, dass es eine Sitzung dann nur, dass das am Anfang das die größte Problem ist. Das ist, die Fonds, wenn die hier bei der CSSF angefordert haben, da wären wir als Lützburg informiert, dass da eine Möglichkeit für den Finanzplatz gibt bestehen. Und da kommt dann auch andere Akteure aktiv für den Fonds hier hinzugehen. Wir schauen wir nicht mehr als echt gewohnt. Das ist am Fonds. Wenn du ihn zu Paris das aufreden, dann wir haben die Fonds hier ein paar Wochen, weil das geklärt. Lo kam dann aber 7 da zu Paris, dass das nicht mehr ein paar Wochen geklärt ist. Und wir kriegen die Information auch nicht mehr so direkt, wo wir können agieren. Also das ist auch ein großes Risiko für neue Fonds, die nicht mehr, wir nicht mit Priorität haben, für mit einer Kontakt zu kommen. Und ich habe noch mitgefordert, dass sie ganz aus der EU rausbleiben. Ganz aus der EU rausbleiben. Weil die Leute da wollen nicht in ein Franco-Französ-Surveillance-Feld. Und sie müssen ja gehen. Es wird immer gesagt von dem EU-Pass. Nein, ich brauche keinen EU-Pass, für den EU-Bürger kann mein Produkt kaufen zu London auf meiner Bank. Dafür brauche ich keinen Pass. Den Pass brauche ich für Aktivdistribution an Europa. Dafür brauche ich einen EU-Pass. Mir nicht verhindert ja heute, dass ich mein Konto mehr bei der HSBC in New York und da so mal kaufen, ich amerikanischen Investmentfonds als EU-Bürger.
Und da das das, was ich fährt, denn das geschieht. Da meist du diese Bärendings gelegt tun, also mir. Dass sie als diese Bärendings gelegt tun, an dem dann schlussendlich, wo man zwar Lützeburg gut Futti gebärt, wir in Europa nicht spürt, aber bei Bankgeheimnis war ja etwas ganz Ähnliches. Sie haben ganz viel Kapitalien ganz einfach aus der EU rausgeflossen. Für du wären die Onshore, sie wären zu Lützeburg, die Zinsen wurden besteuert, die Steuern wurden verdient. Es wäre ein System, wo alle Menschen damit können leben. Und die wurden einfach aufgeschärft und sie ganz viel fangen, ganz einfach fortgehen. Ich will vielleicht etwas dabei sagen, was mich, ich bin nicht über die Finanzen schwätzen, ich meine, dann Herr Redding nach Nigeria kann sich da besser aus. Ich will dich aber besonders dort nichts mehr machen und dieser Debatte, was mir auch wichtig schenkt, das ist ein Demokratiedefizit an der Europäischen Union. Das ist ein Sujet, das ganz lange diskutiert ging, als auf einmal hier ein gutes Beispiel gesehen. Wir haben ein Reglement hier gelöst. Das Reglement als sich etwas gewirkt, auf einem niedrigen legislativen Niveau, sich als das durchgeführt für Ausführungsbestimmungen, nur dem Direktive geholt gesehen oder lange Diskussionen geführt gehen, wo die Nationalparlamente mitbeteiligt waren. Das Reglement zwischen sich dadurch aus, dass die Applikation direkt ist, und nicht der Approbation von den Parlamenten vorgelöst wird. Wir haben also hier immer mehr an den letzten Jahren ein Rückgriff von der Europäischen Union auf das Instrument vom Reglement müssen konstatieren und dadurch eine Verminderung von der demokratischen Kontrolle und der Information von der Öffentlichkeit über den Weg wird noch bei der Direktive besser möglich als wie das nur der Fall ist. Das ist ein prinzipielles Problem. Wir hatten die Sache an der Chambre auch schon debattiert, wo die Finanzkrise abgekommen ist, aber darüber hin eine ganze Reihe von Attributionen am finanzpolitischen Bereich eigentlich in Europa verlagert gesehen, aber immer mehr, auch beim Sixpack, bei anderen Sachen, auf reglementarische Dispositionen zurückgegriffen gesehen. Das heißt, dass immer mehr Kommission an zu Brüssel eben an einer relativ kurzen und einfachen Prozedurdecisionen geholt gesehen, die hier nur eben von den Staaten müssen appliziert gehen. Wenn wir also einen demokratischen Defizit konstatieren, dass das kein abstrakt Debatte mit der Time-Manager, also ein klares Beispiel, wo es eine hybride Diskussion auch an den Nationen und auch speziell heute zu Lützburg vielleicht erlebt hat, als Interessen besser und langfristig zu verdedigen, wie es heute der Fall wäre. Und ich meine, dass das hier ein Beispiel ist, wo man die Notion von demokratischen Defizit in Europa müssen neu bedenken, aber die Implikationen noch für uns sind. Ich bin aber noch eine zweite Frage. Ich bin nicht froh, dass die systemische Banken von der EZB, die was kontrolliert, eben da geantwortet, wir wissen ja, wo das herkommt. Die meint immer die Bankenkrise. Mhm. Die Bankenkrise also ist das Subprime-Krise entstanden. Mhm. Nämlich dadurch, dass Banken auch sozial schwache Leute Kredite geben und zu viel Kredite haben. Dass das, was da auf der anderen Seite fördert. Du hast dort eine Nein, das ist nicht unbedingt richtig. Richtig ist, dass Leute hier Ersparnisse an Produkte investiert und die verkauft dürfen als sichere Produkte. Die ganze Repack, also ohne Lodober eine Stunde lang anzugehen, was das geschieht, das gibt ja Immobilienkredite vergehen, die nie dafür vergehen an Amerika. Die gibt von Spezialisten titrisiert und so zusammengepackt. Da die kommt auf verschiedenen Niveaus aufschärfen, bei den sicheren Krediten, bei den Mannersicheren und so weiter und so weiter. Und das ganz gut, das zertifiziert von Organismen, die nie wirklich dafür zur Verantwortung gezogen sind, als AAA, AAA-Sicherheit. Und das hat dazu gefordert, dass zu Hannover der Rentner oder zu schöner Mensch bei seinen Bankgängen ist und da über Bayer kauft mit einem Rendement, mit einem AAA-Siegel, wo er davon ausgegangen ist, und tut legitime Confiance, dass dort noch nichts, was kann, von die Grunde, wenn ich guten ein gutes Rendement. Das hat absolut nichts mit der Kontrolle von den systemischen Banken zu tun. Das hat gar nichts damit zu tun, wo man mit vergifteten Finanzprodukten zu tun, die die Leute verkauft, die sind als etwas Sicheres an sie wären nicht sicher. Das Subprime-Krise hat sowieso. Das war Subprime-Krise, ja. Wie mit der Form von der Sache, Kredite, die nee, so. Nee, gar nicht. Da gehen Kredite vergehen, von denen alle Menschen wissen, dass sie nie Kinder remboursiert gehen. Und Leute, die absolut kein Revenu hatten. Davon habe ich nicht gesperrt, wie ich von den Immobilienkrediten in Lützburg gesperrt habe. Da sperrt sich von Leuten, die arbeiten gehen, die ein paar haben. Es guckt einfach, mein Kammer. Du fängst mal zu schaffen, du verdienst alle 2.500 Euro im Monat oder 3.000 Euro im Monat. Wenn du enke willst an den Immobilien-Dingen rankommen, musst du ja können enke Proprietär gehen.
Ich bin ein junger Jahr für dem Studio, und um die späteren Jahre ist es immer den Freunden, ich verkaufe die zwei Studien, ich kaufe ein Appartement und so weiter. Da sieht er an den Dingen dran, dann profitiert er von der Plus-Value, und das so darum er wohl geht. Maja, die Konditionen abfischen, die man auch tun. Wir müssen die Konditionen abfischen, weil sie zum Deal zu streng sind, sowohl was diese Bedeligung, diese Kapital angeht. Das ist nicht normal. Ich meine nur eine kleine Sprungklammer auf, Klammer zu. Das ist nicht normal, dass ein, den in Immobilien-Development möchte, das ist ein Geschäftsmann, das ist kein Privatmann, dass der muss 20% eigene Bedeligung haben, für den Kredit zu kriegen, für die Häuser können zu bauen. Das handicapiert den Markt. Und das Markt handicapiert, dass das Lächste, was wir brauchen. Ich will auch noch nicht aufschweifen an das Logementsproblem, mit der Dumme zu tun. Wenn man so ein Kriterien sind 20% Egenbedelung. Und Kriterien sind nicht mehr wie ein Drittel von den Pei, dann als ein normaler Mensch, so ein normaler Mensch, so einfach nur mal den 3.000 Euro den Mond verdient, Geld, von denen man kann bis zu einem Drittel von dem Revenu holen als Remboursement, als sind aber Remboursement limitiert von 1.000. Ein Kind aber zum Beispiel lehnen für 1.200, wenn denen 200 Euro unterschied, die sich durchaus gittlich, weil da gehört nicht mehr nach 1800, nicht mehr nach einem Mindestlohnrecht. Gell? Und insofern sind Regeln zu streng. Weil ich den nur 10.000 verdient. Aber wo da gesagt hat, du kannst 3.300 lehnen, ja gut, den hat ja kein Problem. Der Paradox ist ja, dass den, wie ich auch Reding gerade erklärt hat, die Kind 1.000 Euro bezahlen, die Kind auch 1.200 bezahlen. Die Kind auch die erste nicht mehr 1.000 bezahlen, die erste mehr. Voilà. Die hat gesagt, du musst lohnen gehen. Genau. Und dann musst und dann du dann 1250 Euro. 1250 Euro. Das ist gut geschafft. Dann, das ist kein Risiko, du beim Lohnen zu fangen. Das ist ein kleiner Unterschied. Ja, ich meine, das werden wir an unseren Propositionen über Logement bei der Wahlkampagne werden wir auch Propositionen machen. Ne? Da kann ja was sehen. Ich meine, erstens hat die Bank eine Hypothek auf dem Immobilien. Und wir verbieten, dass man so als Staat, der Staat hält auch in der Garantie, was ja heute schon möglich ist, da muss ich aber Konditionen für tun, muss man zum Beispiel einen BHW-Sport, dann ist es zwar plafonniert, aber da hält der Staat auch heute schon, bis ein gewisser Montant Garantie. Für was gibt man nicht mehr Leid mit so einem Revenu? Und der Staat hält da ein zusätzlich, ob die Hypothek auch noch ein zusätzlich Garantie, für dass die Leute können einfach lehnen, an ob ihre Präzeit bezahlt, an Platz. Also auf der anderen Seite muss sie mehr als Laie bezahlen, wenn sie an der Regel müssen, ob ihre Präzeit bezahlen. Das ist ja ein Paradox, dass man als Gesellschaft das nicht fertig bringt. Man bringt da junge Leute, die müssen so viel Laie bezahlen, am Anfang, dann andere Leute ihre Prä remboursieren mit dem Laie, aber ihre Prä können sie nicht remboursieren. Das ist eine verrückte Situation. Das ist etwas Ernstes, wie es sagt, Brian. Also, das Teil, nicht, wenn die Partei gesucht bin, das widerspricht der normaler ökonomischer Vernunft. Bei der Subprime, das wurde politisch, eine politische Machtverantwortung durch die Regierung dezidiert wird, dass verschiedene Kategorien und Leute, die absolut nicht an der ökonomischen Logik hätten können, jemals zurückbezahlt, du müssen favorisiert gewinnen, Banken, für aber können Logement zu kreieren. Und das tut nicht mit dem, was wir hier proposieren. Hier geht es darum, wie du den Herr Reding und Herr Giberia gesagt haben, eine Modellierung von Sicherheit, was viele Leute gegen direkt helfen. Wir können normal Fuß zu fassen im Wohnungsmarkt, ohne eben den Weg der ökonomischen Vernunft zu verlassen. Und ich meine, das ist ganz tief ein großer substanzieller Unterschied, weil wir ja alle gelehrt aus der Krise, die demnächst kommen, als Banken müssen lehren, mit Politik wird auch gelehrt. Und ich meine, das ist eben für uns auch ein Guideline. Und es ist auch nie richtig abgeschafft. Wenn er ein die Leute, die Zertifikationen gemacht haben, die sind eigentlich nie richtig zur Verantwortung gezogen, die Etikettenschwindel gemacht haben. Die drauf geschrieben haben, also Bioprodukt, das wäre voller Gift. Geil. Die sind aber gut. Für dann schaffen sie dann aber weiter. Ja, natürlich. Selbstverständlich. Ich bin nicht keiner, das ist selbstverständlich. Was mir fährt, das ist der Grund von der Remark von der Europäischen Zentralbank, laut Gesetz einer verschärft. Mhm. Weil die Steuerverwaltung aus von der Regierung umgestaltet ging, ein Projekt in die Richtung zu machen. Also als an der Finanzkommission gesucht wird, ob die Europäische Zentralbank reagiert hat, Lützburg viel zu viel wasst, aber müsste legiferieren, für die Konditionen zu verschärfen. Und die Steuerverwaltung hat an der Kommission konfirmiert,
dass sie den Auftrag gekriegt hätte, für ein dementsprechendes Projet de Loi auszuschaffen. Und wir meinen, dass wir an die falsche Richtung gehen, weil da geht es nach mehr Schwer für junge Leute, an Platz der Stadt, GIF legiferieren für mehr junge Leute zu helfen, für Ukraine zu kommen, fährt man mit Loh legiferiert, dass es nach mehr Schwer wird. Was ja auch ein unzulässig Amischung aus an Freiheit, auch von der Bank. Auch von der Bank. Die tut viel gesagt, das Risiko für Bank. Dann hast du in der Bank zu sagen, ich bin d'accord, das Risiko anzugehen. Oder ich bin nicht d'accord, das Risiko anzugehen. Das, man nimmt, das ist nicht so. Soll die neue Gesetz kommen, was die Banken vorschreibt. Dazu müssen gewisse Kriterien, sich auf gewisse Kriterien limitieren oder applizieren, genau. Ich habe mich geswippt, weil ich dann, wenn ich ein Leser mit 3.000 Euro nicht am Stand hätte, nicht Kredit, weil ich halt 1.000 Euro oder 500 Euro Prezi zu bezahlen, das ist irgendwie dann noch verbiet, für 500 Euro Prezi. Das wäre ja, also das wäre ja Konsequenz dafür. Ja, aber du hättest kein Geld gelernt. Ja, nee, das ist ja nicht, nee, nee. Der Absicht nur, der Absichtspflicht vom Staat nur. Ja. Ja gut. Also ich will doch nicht an einem Staat leben, wo gesagt wird, guck mal, was der auskommt. Auf jeden Fall, was der auskommt. Die Regulierungskraft vom Staat gibt es so, und wir müssen schützen, dass du, dass der Mann sich nicht verschuldet. Das ist die eigentliche Geschichte, du schützt die und die Bierchen. Das ist doch immer still, das ist ja. Mit die Aufsichtspflicht wird ja auch an dem anderen sein. Ja, die verschuldet sich ja. Die verschuldet sich ja, ne? Ja, kein Schuldgebet. Und das ist die Leute, wenn ich nicht keine Schuld gemäht. Auf der anderen Seite wird man Schuld gemäht. Und du Summe, du kannst kein, nicht mehr wie 1.000 Euro, als ein Beispiel, kannst nicht mehr wie 1.000 Euro die Schuld zurückbezahlen. Und dann hast du man kondamniert, Lohnen zu gehen. Würde nicht sein. Und dann bezieht man der Regel die Leute, die mehr ist, als die 1.000 Euro, wenn ich in der Äquivalent wohnen geht. Aber du hast keine Schuld gemäht. Du hast dich nicht überschuldet. Kann man Situation kommen, dass man nicht mehr raus könnt und dass man die Leute nicht mehr kann bezahlen, mir nützt sich nicht verschuldet. Man konnte, wenn es keine Proprietär gibt, da bereicherten sich. Ja. Da bereicherten sich. Wenn man immer eine Zeit lang zurückbezahlt hat, als ein Prämium, mit kleinen Wallen von uns, und nach von der Plüvalue zu schwätzen. Und das ist das, was wichtig ist. Für Leute, die schaffen gehen, dass die können sich etwas bauen. Ich finde es resümieren, dass die jungen Leute sich kein Wohnungen können kaufen, das ist nicht die exorbitante Immobilienpreise, das sind Banken, die keine Kredite vergeben haben. Das sind die Zusagen, selbstverständlich. Ich habe das noch nie gesagt. Also, das ist kein Logements, Pressekonferenz. Wenn du da denkst, dass du den bezahlbaren Wohnraum, den ich kann lohnen, genug bezahlbare Wohnraum, auch für Leute, die nicht können kaufen. Es gibt immer Leute, die nicht können kaufen. Das ist einfach eine Realität, die man muss nun erkennen. Aber für die muss bezahlbare lokative Wohnraum da sein. Und das ändert, dass die Leute, die sich können etwas kaufen, wo nicht dürfen überdrehen, strikt regeln, empêchieren, dass die sich etwas abbauen. Weil heute hast du 3.000, da schaffst du gut, da kriegst du eine Augmentation oder du kriegst einen Bonus, so als wenn du durchgegangen, einen Bonusmann vom Jahr, dann ist das kein Problem. Aber Face Value wäre das Problem. Face Value wäre das Problem mit dem Verdenken, wenn es eine Limitation von dem Drittel gibt. Und das ist ja auch das, was ich wichtig fand. Und das ist ja auch das, was so absurd ist. Und in der ganzen Bayern-Fetiotix-Geschichte. Den Erdbaurecht, wo die Leute mir ruatiert, dass sie für Proprietär gehen, und sie gehen nicht. Sie bezahlen ihre Leute. Sie bezahlen einen gewissen Leute am Vierreis. Wir sehen, du. At the end of the day sind sie nicht Proprietär. Und das ist genau das, was nicht entscheidet ist. Ich fand es mehr wichtig, mehr richtig, dass die Stadt unterstützt. Dass Eigentum geschäft wird und das Eigentum kann akquiriert werden von den Leuten. Und dass Leute können profitieren von der Plus-Value. Von der Plus-Value. Weil wenn ich schon mein Appartement verkehrt, an dem ich lebe, dann bezahle ich bezahlt auf die Plus-Value keine Steuer. Keine Steuer von dem Domizil aus. Das ist Plus-Value steuerfrei. Aber was bezahlt er über Erdicht? Über Lohn, allmöglich. Guck, der Peizier. Gell? Ich meine, der Staat aus dem Sommer. Hei an der Pflichtfall, wenn wir wollen, ob die Heischpreise kommen am Logement. Und die an der Moyen kann ich so 5% schon noch weiter klammern. Und auch die nächste Woche werden weiter klammern. Das ist so eine Konsequenz von der Politik. Ich will auch nicht die verdäufen. Ich meine, das hat man gewusst, man hat damit alles zu tun. Wenn der Staat die Wohnungspreise nicht an den Griff kriegt, und tut bis nun keine Regierung an den Griff kriegt,
Und wenn man weiter an dem Dote muss, wüsste ich doch die Nächsten. Dann rief man immer an den Drun, dann ist also mein Stand umso mehr an der Pflicht, für zu gucken, dass die Leute, die jungen Leute hier am Land, trotzdem einfach eine Wohnung kriegen. Und da muss reagiert gehen. Und da kann es nicht sein, dass man es schwer machen, aber da muss die Stadt eben, wie gesagt, eventuell über den Weg von garantieren, dass man schwarz 25%, die Stadt man da klammern bei jungen Leuten. Aber wie gesagt, die meisten Leute, wir hatten nun der Fall, den ich kennt, der Fall, den für 5 Jahre etwas gekauft haben, dann 5 Jahre dort zurück schon bezahlt, dann hatten sie bestürzt, sie gehen zusammen, sie kaufen gerne die Größen, sie verkaufen nicht. Hatten sie doch noch ein Plüvalu auf dem Immobilien, schon an den 5 Jahren gemeint. Plus den Teil, was sie zurückbezahlt haben, das war ein guter Fang für eine nächste Etappe umzugehen. Und das, wenn wir nicht umkommen mit den Junken, wenn sie können bauen, kann das an der Hand auch nicht kommen. Ja. Da gehen nach Schuss neue Wohnungsstücke her, weil Steuerspurmodell von Investisseuren, bis wir auch das Mann fiskal akzeptieren. Wo gehen schon eine Stunde? Mit der Länge soll das der Marsch sein, soll auch der Marsch von den Primo-Akquirieren.